Yo, Boys, wie ihr hier vielleicht seht, mal was Neues mit der Facecam. Ich habe in letzter Zeit auch auf Twitch gestreamt mit Facecam. Link ist dazu in der Beschreibung. Da habe ich die Weekend League gestreamt und auch in der Woche die Weekly Aufgaben. Und genau deswegen habe ich hier auch jetzt schon hier die neuen Objekte. Die FUTchamps Player Picks. Dazu gibt es auch einen neuen SBC. Mal gucken, ob ich den jetzt gleich noch mache. Weil ich wollte Rivals spielen und ich habe auf Freitag 19 Uhr gewartet, ob da vielleicht eine Promo kommt. Deswegen habe ich die Packs vorher nicht aufgemacht. Machen wir ja einfach auf Player Picks. Gar keine Ahnung, was im Team der Woche ist. 87er kann man mitnehmen. Den 84er Wähler habe ich damals auch schon gezogen. Und ja, gut, noch ein 86er. Ist auf jeden Fall okay, aber auch nichts mehr Besonderes aktuell. Für die SBCs braucht man 81er Rating. Da kümmere ich mich gleich drum, aber erstmal die Packs. Hab hier, ich glaube, Division 2, Rang 2, glaube ich, abgeschlossen. Und Weekend League habe ich Gold 1 geschafft. Bronze Pack habe ich hier von irgendeiner Aufgabe. Hau ich einfach schnell weg hier den Humpen. Gucken wir mal, ob hier irgendeine Nation bei ist. Holland. Na gut, 200. Sonst hau ich hier den Rest einfach in den Club. Hoffentlich nicht so viele Duplikate. Auch die Transferliste, weil ich gerade dieses UV überteuerte Verkaufen ausprobiere. Klappt auch tatsächlich echt gut. Hab schon heute, glaube ich, 40.000 gemacht. Nur weil Leute zu faul sind, hier irgendwie die Spiele normal zu kaufen. Das hier ist mega. Oh, Walkout im ersten Pack. Gucken wir mal. Keine Promo. Na gut, na was. Untradable aber. Ist okay. Für das erste Pack aus dem Mega-Pack. Ich glaube, ich habe jetzt auch 6 Megapacks oder so untradable von Rivals. Ist echt krass. Da gab es ja auch diese Änderung. Bin ich jetzt Liga 1? Da gab es ja diese Änderung, dass Rivals da angepasst wurden, die Skill Rankings, sage ich mal. Ja, und jetzt sind einfach die Rewards besser. Ohne dass man, sagen wir mal, gegen schwere Gegner spielt. Und Megapack Nummer 2. Seltene Megapack da rechts war von dem SBC. Von dem FIFA-Turnier da irgendwie, keine Ahnung genau. Mit den Engländern, 4 Engländer glaube ich oder 6. Ja, auch nichts Tolles. Aber hoffentlich ein bisschen Teamfitness. Die kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Hau ich auch erstmal alles nach oben und dann muss ich echt mal gucken, weil ich habe 70 Plätze jetzt belegt. Ich glaube, ich werde jetzt einiges auch discarden müssen, aber naja, gucken wir mal. Jeder Coin zählt hier auf jeden Fall. Eieiei. Ein gutes Pack hier. Und Draft-Token. Gibt es glaube ich auch eine Draft-Weekly? Weiß gar nicht genau, aber ein gratis Token, der ist 15k wert, also war schon okay das Pack. Nochmal ihr Mega Pack. Wie dann wohl Mist hier. Wie gesagt, ihr könnt ja mal auf Twitter bei mir vorbeischauen, weil da poste ich auch immer, wenn ich Weekend League spiele. Meistens aber erst tatsächlich recht spät so, da ich, sagen wir mal, am Abend dann mit meinen Kumpels zocke und danach dann in Ruhe Weekend League spiele. Oh, nächstes Mega Pack hier. Gucken wir mal, ob hier noch ein paar Walkouts kommen. Wäre auf jeden Fall schön, ne? Hier auch nur totaler Mist. Schon wieder ein Draft-Token, Alter. Ich glaube, Adam, den hatte ich letztes Mal schon untradable. Rose, der könnte sogar ein bisschen was wert sein wegen dem England-SBC hier. Genau, letzte Megapack. Waren schon echt viele hier. Ja, hier ein 83er dabei. Aber sonst nur Müll. Machen wir jetzt hier mal das Jumbo Premium Gold Pack auf. Ich weiß gar nicht, wie viel das wert ist. Nicht gut genug für einen Walkout auf jeden Fall. Hier auch. Nicht mal ein Rare-Spieler, oder? Oder ist hier hinten vielleicht was? Nicht mal ein einziger Rare-Spieler. Oh je. Aber es ist auch untradable. Na, jetzt nochmal das gleiche Pack. 24 irgendwas, alles gemischt. 7 seltene. Auch wieder kein Walkout. Ich habe halt die Hoffnung bei diesem letzten Pack da. Also wenn ich hier den SBC jetzt gleich mache, dass ich da einen guten Foodchamp-Spieler kriege. Auch mal nur ein 81er Rating. Das werde ich, glaube ich, auch stark überbieten, weil die ganzen Loadinger habe ich, glaube ich, irgendwie in die ganzen, ja, SBCs irgendwann mal gehauen. Seltenes Megapack, auch wieder kein Walkout. Aber mal ein 84er. Ist auch tradable. Gucken wir mal. Ich glaube, weil ja jetzt auch hier die ganzen krassen Icon-SBCs kamen, dass die vielleicht einiges wert sind. Hier lecker Teamfitness und wow, ein Leihpack. Geil. Irgendwo selten Spielerpack. Ich weiß gar nicht, ob das 100k Packs sind. Ich glaube sogar schon. Aber ich komme da mal durcheinander. Hauptsache sind ein paar Walkouts bei. Walkout, genau. Hoffentlich. Komm, komm, komm. Deutschland. ZOM. Özil. Oh. Okay. Der war damals so 20k. Gucken wir mal, wie viel der jetzt ist. 20k. Ja, gut. Aber nehmen wir alles mit. Jetzt das letzte Pack, bevor ich hier den SBC mache.
Time Walkout, ey, das ist echt belastend. Also, Rewards waren auf jeden Fall Müll. Player Picks waren halt 986er. Team of the Week war aber auch nicht gut. Oh man, Nainggolan. Gut, hat auch einen Preis wie ein 85er. Geht sogar das Pack. Was 85, 84, vielleicht hier noch in den Duplikaten was. Machen wir hier noch schnell das Leihspieler-Ding weg. Sonst nervt mich das hier immer, wenn es im Shop ist die ganze Zeit. Ich glaube, da sind sogar auch Sachen bei, die nicht Gangster sind. Die nehme ich weg. Ah, was mache ich hier? So, und dann gehen wir hier jetzt zu dem guten SBC. Gibt hier einmal das 83er bis 86er Upgrade. Das ist 5 irgendwelche Footchamp-Spieler. Und da kriegt man 83 bis 86, aber das lohnt sich nicht für mich. Vielleicht für welche, die ein paar weniger haben oder nur lower. Aber pff, was soll man mit den 86er? Und hier braucht man jetzt 11 Stück, 20 Chemie, 81er Rating. Sehe ich jetzt selber gar nicht hier. Aber gut, einfach jetzt ja eins nach links. Ah, jetzt sind wir langsam in der Reichweite. Den, die man da reinhauen kann, aber ich glaube, viel lowere habe ich hier auch gar nicht. Und Rega, den behalte ich natürlich, weil Hertha spiele. Hier 81er auch gar nichts. Ah, jetzt bin ich auf einer Seite. So, ja gut, die hier kann ich noch alle reinbuttern. So, Blind, Muriel. Ich werde davon auch nur einen schaffen, weil es sonst einfach echt ein bisschen zu belastend ist. Makambo, der mir schön geholfen hat bei dem China-Ding. Den behalte ich, glaube ich, sogar. Luis Alberto kam weg und Kruse kam weg. Hier, der Verdi, der hat jetzt auch endlich einen Inform bekommen. Den gibt es seit Anfang vom Spiel. Brauche ich hier noch 20 Chemie. Ich weiß gar nicht, ob wie viel ich bin, aber genau, so habe ich es jetzt. Dann hoffentlich jetzt was Gutes. Team absenden. Gut, Champions Premium Upgrade abgeschlossen. Spielerwahl 86 plus. Da gibt es schon krass irgendwie Mbappe oder Ronaldo. Wer edel, komm schon, komm schon. Was ist das denn? Forest Ascension und Donnarumma, ey. Super Subs habe ich schon genug, da muss ich jetzt Donnarumma nehmen. Echt belastend, ja. In 88ern, dafür habe ich ein ganzes Team eingetauscht. Ich glaube nicht, dass es das wert war. Aber naja, was soll's. Das war's jetzt mit dem Video. Vielleicht sieht man sich ja auf Twitch. Ja, und bis dahin, haut rein. Bis zum nächsten Mal.